Das letzte Video, beziehungsweise das erste Video im neuen Jahr, war ein Fluglotsen-ABC. Heute wollen wir mal wieder anfangen mit einigen ausbildungsspezifischeren Themen. Viele von euch hatten nämlich gefragt, wie das abläuft von der Überbrückungszeit her, VU zur HU. Wir hatten ja mal ein Video gemacht, was man machen kann, um sich so ein bisschen auf die VU vorzubereiten. Das war im Dezember letztes Jahr. Jetzt möchten wir das Ganze übertragen, weil einige gefragt hatten, wie man sich auf die HU vorbereiten kann. Dabei viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei ATC.tv. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Eigentlich sollte dieses Video letzte Woche kommen und heute das Fluglotsen-ABC. Aber wir hatten einige Probleme mit dem Ton bei dem Video und deswegen jetzt einmal geflippt. Dementsprechend hatte ich im letzten Video auch noch nicht die Zeit, euch persönlich sozusagen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Deswegen auf diesem Wege relativ verspätet, aber better late than never. Ein frohes neues Jahr. Ja, ich lag nämlich mit einer Mandelentzündung flach über die Feiertage. Deswegen vorletzten Donnerstag kein Video kam und dementsprechend jetzt das erste Video letzte Woche und heute eben dieses Video. Das war alles so ein bisschen kreuz und quer, aber jetzt sind wir wieder im Rhythmus. Everything's back in order und so können wir jetzt quasi voll entspannt ins neue Jahr starten. Ich entschuldige mich schon mal vorweg, ich habe es leider nicht mehr geschafft, zum Friseur zu gehen, bevor alles zugemacht hat. Und traue mich selber nicht ran, deswegen, auf jeden Fall wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, quasi wie man sich auf die HU vorbereiten kann. Die HU zielt jetzt weniger auf eure kognitiven Fähigkeiten ab, sondern eher auf eure Charaktereigenschaften, sag ich mal. Und dementsprechend kann man sich auf die HU nicht wirklich im Sinne von Lernen vorbereiten. Was man allerdings machen kann, ist sich so ein bisschen vor im Alltag zu beobachten. Die HU belastet ja vor allem, sag ich mal, die Eigenschaften Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Führungseigenschaften, sag ich mal. Also kann man das Ruder in die Hand nehmen, wenn es drauf ankommt. Ja, wie verhält man sich, wenn man quasi ein Low hatte, also so ein bisschen einen Tiefpunkt und dann, ob man sich wieder hocharbeiten kann. Das Ganze geht ja los, dass man in der HU am ersten Tag Teamtests hat. Das hatte ich ja mal erzählt. Dementsprechend hat man da dann den Aspekt Teamfähigkeit und eben diese Führungssache, die ich angesprochen hatte. Also kann man sich in der Gruppe anpassen und trotzdem das Ruder in die Hand nehmen. Da kommt es ja halt darauf an, dass man nicht zu sehr, ja ich sag mal, bossy rüberkommt, aber auch nicht nur klein beigibt und immer alles einfach abnickt, sondern dass man konstruktiv Kritik annimmt bzw. einbringt und dann daraus die ideale Lösung entwickelt, beziehungsweise eine Lösung, mit der alle einverstanden sind. Ich habe das beispielsweise so gemacht, dass ich bei den Teamtests, beziehungsweise bei einem der Teamtests, dann die Initiative ergriffen habe, gesagt habe, okay, ich habe die Idee, lass uns das so und so machen und dann die Rückfrage, was haltet ihr davon? Wichtig ist halt, wie gesagt, dabei, dass ihr euch nicht verstellt, weil Psychologen merken das, wenn ihr nur so tut, als wäre das eure Herangehensweise in Gruppenarbeiten, das aber gar nicht ist. Ihr müsst echt euch selber treu bleiben, ihr müsst authentisch bleiben, weil wie gesagt, das sind ausgebildete Psychologen zum Teil, die da sitzen und die werden das auf jeden Fall merken. Jetzt nämlich zu dem Vorbereitungs- in Anführungsstrichen Teil, den man da machen kann. Man kann nämlich so ein bisschen mal sich beobachten im Alltag, wie man in der Gruppe agiert. Das muss jetzt nicht voll fokussiert sein, nur auf das Merkmal, wenn ihr in der Schule, auf der Arbeit oder was auch immer in einem Zoom-Meeting irgendwie in der Gruppe was erarbeitet, dann muss es jetzt nicht so sein, dass ihr euch, keine Ahnung, aufschreibt oder so, wie ihr euch in der Gruppe verhaltet oder was ihr jetzt beigetragen habt, aber einfach mal darauf achten, bin ich eher derjenige, der vorangeht, bin ich eher derjenige, der einfach nur hinterher trampelt oder der so, ich sag mal, gutes, ausgewogenes Mittelmaß findet. Und wenn ihr merkt, hey, vielleicht bin ich doch ein bisschen zu selbstsicher oder so, dass ihr dann guckt, wie kann ich daran arbeiten, weil, das ist auch der nächste Punkt, Selbsteinschätzung ist in den Berufen ein ganz wichtiger Faktor. Also auch in der Ausbildung müsst ihr regelmäßig nach den Simulationen, werdet ihr erstmal gefragt, wie fandest du das, was du gemacht hast? Und dann muss man die Größe haben, sich auch einzugestehen, wenn es mal nicht gelaufen ist. Und dann auch selber versuchen, die Fehler direkt zu analysieren, also was nicht so gut gelaufen ist, beziehungsweise wie man das hätte besser machen können. Das zieht sich vom ersten Tag der Ausbildung, beziehungsweise jetzt auch schon von den Auswahltests, bis zum letzten Tag der Ausbildung und auch darüber hinaus. Könnt das im Alltag auch vorher mal machen. Könnt überlegen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie ist mein Auftreten,
wie verhalte ich mich? Und dann könnt ihr danach mal fragen, weiß ich nicht, enge Freunde oder Familienmitglieder, also Leute, bei denen das jetzt nicht so awkward ist, wenn ihr da sowas fragt. Das hat mir zum Beispiel viel geholfen. Ich hatte mich nämlich vor dem Abitur halt bei der DFS beworben, aber auch bei einigen dualen Studiengängen. Da habe ich halt auch zwei, drei Freunde, enge Freunde gefragt, so, was denkt ihr, sind meine Stärken, meine Schwächen? Weil das ist ja so eine Frage, die in jedem Interview eigentlich drankommt. Aber man kann das selber, wenn man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, gar nicht so pauschal, finde ich, beantworten oder so aus der Pistole geschossen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man Schwächen nennt, die man gleichzeitig auch so ein bisschen als, Stärke interpretieren kann. Also ich habe immer gesagt, zum Beispiel, egal ob es jetzt bei der DFS war oder bei den dualen Studiengängen, die wären so im Bereich BWL Management gewesen, habe ich immer gesagt, dann eine meiner Schwächen ist, dass ich relativ penibel bin, also was so im Alltag angeht. Und dann ist das natürlich eine Sache, die grundsätzlich erstmal als Schwäche eingestuft werden kann, aber auch in vielen Aspekten als Stärke interpretiert werden kann. Nur mal als Beispiel so. Und das sind halt so Sachen, die ihr euch vorher überlegen könnt oder solltet und euch auch mal ein bisschen Gedanken darüber machen könnt, was ihr darüber erzählen könnt, Beispiele nennen könnt für solche Sachen. Dann der zweite Aspekt, der zweite Punkt auch ist, dass wenn ihr euer Leben lang zum Beispiel Einzelsport gemacht habt, ich kenne das von meiner Schwester, die spielt Tennis, und das merkt man im Alltag auch dann schon manchmal, dass es so ein bisschen so eine Einzelkämpferin ist, also wenn es dann um Hilfestellungen bei Schulaufgaben oder so geht, meine Schwester ist ein bisschen jünger als ich, dann merkt man schon, dass sie ihr Leben lang Einzelsport gemacht hat oder nicht nur, aber vorwiegend. Und dementsprechend ist das so eine Sache, wo ich das immer ganz gut dran festmachen kann, ist an Sport oder auch wenn ihr ein Instrument spielt, spielt ihr im Chor oder spielt ihr in einem Orchester, in einer Band oder eher nur für euch alleine, solche Sachen. Einer der wichtigsten Punkte, würde ich sagen, ist noch, dass ihr in der HU vor allem versuchen müsst, dass wenn mal eine Phase oder eine Runde in einem Teamtest nicht so gut läuft, ihr habt immer genug Zeit, euch vorzubereiten oder mehrere Versuche, wenn ihr nicht so viel Vorbereitungszeit habt, dann müsst ihr immer versuchen, wenn ihr mal einen schlechten Score irgendwo erzielt, euch wieder zu steigern. Also das abzuhaken, abzuschütteln, zu sagen, okay, war jetzt nicht okay oder war nicht gut, aber das vergesse ich jetzt mal ganz schnell wieder und mach nochmal weiter. Das ist eine wichtige Sache, die auf jeden Fall mit in die Entscheidung mit einfließen wird. Das sind so die Sachen zu den Teamtests. Am letzten Tag, hatte ich ja erzählt, kommt eine Englischprüfung, also Englischprüfung in Anführungsstrichen. Mündliches Englischgespräch ist das. Das dauert ca. 20 Minuten. Und bei dem Englischgespräch ist es so, dass ihr euch im Vorhinein natürlich schon mal fassen könnt mit, habe ich ja im letzten Video auch schon mal gesagt, zur VU, ein bisschen englische Artikel lesen oder englische Serien gucken oder also irgendwas, dass ihr euch auch sicher fühlt, mit der Sprache umzugehen. Ihr müsst sie gar nicht mal flüssig beherrschen, sondern einfach, dass ihr euch komfortabel fühlt, dies trotzdem anzuwenden oder euch vom Spiegel ein Thema aussucht und 5 Minuten mal vom Spiegel erzählt, wenn gerade keiner drumherum ist und das weniger awkward in dem Moment ist. Dann ist natürlich das Interview im Endeffekt noch die letzte große Hürde. Da kann man sich, wie gesagt, nur darauf vorbereiten, indem man so Standardfragen sich antworten schon mal überlegt, also Stärken, Schwächen. Sich über die Firma natürlich erkundigt. Man sollte den Unterschied kennen zwischen einem Tower und einem Centerlotsen, bevor man zur HU anreist. Jetzt in Corona-Zeiten weiß ich nicht, wie das ist. Normalerweise wird auch erwartet, dass man eine DFS-Niederlassung mal besucht hat. Also ein Tower oder ein Center. Ich war damals im Düsseldorfer Tower. Sogar bevor ich mich vor der VU beworben hatte, weil ich erstmal gucken wollte, okay, wie ist das überhaupt? Ich kann euch nur sagen, dass euch das auf jeden Fall dann, wenn euch das sowieso schon interessiert, das Themengebiet, dann nochmal bekräftigen würde in eurem Wunsch, das dann auch durchzuziehen. Und das müsst ihr dann auch vermitteln im Interview. Und ihr sollt natürlich wissen, wo gibt es Standorte, wie viele Mitarbeiter ungefähr, den groben Rahmen halt, den man in so einem Interview halt kennen muss. Eine wichtige Sache im Interview ist dann noch, dass ihr auch cool bleibt, beziehungsweise euch nicht aus der Masche bringen lasst, wenn mal bei einigen Sachen ein bisschen nachgebohrt wird, eventuell so ein bisschen gespitzelter gefragt wird, also im Sinne von, dass ein bisschen pikantere Fragen oder Nachfragen da kommen, dass ihr da trotzdem eurer Linie treu bleibt. Das ist dann eigentlich schon die halbe Miete, weil wenn ihr euch verstellt, wie gesagt, dann merken die Psychologen das und allerspätestens in der Ausbildung wird euch das dann zum Nachteil werden, wenn ihr vielleicht gar nicht das mitbringt, was benötigt wird, sag ich mal, für den Beruf. Aber ihr das sozusagen vorgetäuscht habt im Interview. Die wollen euch kennenlernen, deswegen seid ihr im Interview, deswegen seid ihr so weit gekommen. Und ich sehe das immer so ein bisschen, manchmal bin ich ja vielleicht auch so ein bisschen zu entspannt, aber ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein, also es ist einfach nur eine Konversation, ich sehe das nicht als
als Auswahlinterview, weil ich denke mir immer, hey, ich habe die Möglichkeit, da neue Leute kennenzulernen. Also in dem Fall die Psychologen, die Interviewer, kann die kennenlernen, ich kann deren Story so ein bisschen hören, weil die sich ja auch vorstellen, logischerweise, und mir so ein bisschen ein Bild auch von denen machen, weil die machen sich ein Bild von mir, ich mache mir eins von denen. Dementsprechend darauf dann so eine Konversation aufzubauen, natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass es jetzt darum geht, dass sie mich kennenlernen wollen, also nicht ich die Fragen stelle, sondern sie mir die Fragen stellen, aber natürlich immer mit meinem Approach dazu sozusagen, das Ganze auf so einer lockeren, professionellen, aber entspannten Ebene laufen zu lassen. Dann fühle ich mich immer am wohlsten. Wenn ihr jemand seid, der sehr, sehr nervös ist vor sowas, dann stellt euch einfach vor, ihr unterhaltet euch gerade mit eurer besten Freundin, eurem besten Freund, den ihr zum ersten Mal kennenlernt, versetzt euch in die Situation, wir kennen uns noch nicht. Und was habe ich da eigentlich so gefragt, beziehungsweise davon mir erzählt? Nichts anderes wollen die Psychologen und die Interviewer da von euch, nämlich euch kennenlernen. Ja, das sind so die wichtigsten Eigenschaften, Charaktereigenschaften, auf die es ankommt in der HU. Mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. Gerade zur VU und HU, wenn ihr da Fragen habt, guckt gerne nochmal die alten Videos an und schreibt mir auch in den Kommentaren oder eine Mail, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich wünsche euch einen angenehmen Donnerstag und ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Da sehen wir uns wieder. Haltet die Ohren steif.